Hallo und herzlich willkommen zurück bei Thief, wo wir dürfen hier nicht allzu aggressiv vorgehen. Da sind Schatten, wir sind hier nicht alleine. Irgendwo lauert hier noch eine Kreatur in den Gemäuern und wir wissen nicht genau wo. Was war das denn für ein Geräusch? Was ist das für ein malendes Geräusch immer, wenn wir... Ein Schriftrollenhalter. Ich habe das Gefühl, hier unten gibt es nur Schriftrollenhalter. Von oben, wo es die Strapshalter gab, sind wir hier quasi ganz schön tief gesunken. Ach, hier sind wir am Grunde dessen, dieser Grube, wo vorhin das Viech war. Das ich aber nicht gesehen habe. Das Ding, das ist doch aus Holz. Das müsste schon längst verrottet sein. Alles bricht hier zusammen, aber das Ding hält? Irgendwie schräg. So. Einem Buch, Orion. Nicht von einer Bibliothek. Das müssen hunderte Bücher sein. Neues Ziel. Durchsuche die verlassene Bibliothek nach dem Buch. Und die Frage ist natürlich, woher weiß der Orion davon überhaupt? Von dieser Bibliothek, von diesem Buch. Und wusste er auch, dass hier irgendwelche Kreaturen ihr Unwesen treiben? Runterspringen ist eine tolle Sache, aber ich will das Ding natürlich nicht auf den Kopf kriegen. Nein! Ich wollte doch nicht ganz runter, du Idiot! Da war doch ein Vorsprung! Mann. Voll der Meisterdieb. Na nö. Nichts. Das ist merkwürdig. Genau wie das Geräusch. Da drüben ist eine Geheimtür. Dann wollen wir mal ein bisschen die alten Bücher streicheln. Fühlt sich ein bisschen moosig an unter der Hand. Wir haben natürlich auch keine Angst, uns Bazillen oder Keime zu holen. So, das müsste es gewesen sein. Nein, ich will nicht wieder... Seufzt? Was bist du denn? Du hast einen neuen Fokuspunkt. Öffne das Journal, um deine Fokusfähigkeiten zu verbessern. Meine Fokusfähigkeiten, Intuition haben wir vollständig, Geschicklichkeit. Fähigkeit, arglosen Personen schnell mehrere Objekte zu stehlen, Scharfsinn. Fähigkeit, Geräusche von Gefahren in unmittelbaren Umgebung visuell zu orten. Gefällt mir ganz gut. Erhöht die Reichweite, in der Geräusche visuell geortet werden können. Erheblich. Kampf. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag zu betäuben. Visiere dazu mit aktiviertem Fokus sich den Torso des Gegners an und drücke R. Haben wir auch noch nicht gemacht. Könnten wir auch mal machen. Fähigkeit, Gegner mit einem einzigen Schlag auszuschalten. Da sollte man mehr mit Fokus arbeiten. Beschleunigt deine Aktionen im Kampf, beim Zielen und beim Schlösserknacken leicht, indem die Welt um dich herum verlangsamt wird. Beschleunigt deine Aktionen im Kampf, beim Zielen und beim Schlösserknacken deutlich, indem die Welt um dich herum wieder weiter verlangsamt wird. Effizienz. Reduziert die Verbrauchsrate von Fokusenergie leicht, reduziert die Verbrauchsrate von Fokusenergie erheblich. Scharfschütze erhöht die Sichtweise, erhöht die Präzision. Tarnung. Fähigkeit, sich leiser zu bewegen, während man Fokus benutzt. Verringert die Reichweite von dir erzeugten Geräuschen. Fähigkeit, verborgen zu bleiben, während man Fokus benutzt. Behalte den Vorteil der Schatten für eine kurze Zeit, wenn du ins Licht trittst. Das wäre ganz interessant, aber wir benutzen den Fokus nicht so oft. Den sollten wir vielleicht öfter machen. Und das hier, ich hoffe... Das sind ja alles Fokus-Upgrades. Das ist ja nur für den Fokus. Locus Fokus. Intuition. Handabdrücke zeigen den Weg für Beute und sowas. Das ist natürlich ganz toll. Tarnung. Fähigkeit, verborgen zu bleiben. Behalte den Vorteil. Ich mach mal vielleicht die Fokus-Energie. Ne, das war die erstmal. So, die Effizienz mache ich erstmal. Das ist das Sinnvollste, bevor wir die anderen Fähigkeiten machen. Zack. Reduziert die Verbrauchsrate von Fokus-Energie erheblich. So.
So, wir sind wieder aufgeladen mit Fokus und Energie. Das ist ganz toll, ohne dass ich Mohnen konsumieren musste. Wir sollten tatsächlich mehr den Fokus benutzen. Ich benutze ihn ja sonst immer nur sehr kurz. Die Balken da oben gefallen mir sehr gut. Und da hinten ist noch eine Geheimtür. Ah. Altes Goldstück. So. Das sagt der Opa immer zu seiner Frau. Na, du altes Goldstück. Finde ich süß. So. Und die nächste Geheimtür bringt uns zu den Bibliothekstürmen. Dieser Ort ist ein Labyrinth. Ich muss zum Zentralturm. Durchsuche die verlassene Bibliothek, betritt den Zentralturm. Was ist denn, Fledermaus? Ich wollte gerade den Knüppel rausholen. Ach du Scheiße. Hallo? Da können wir wieder ein bisschen spannern. Oh, ah. Erotische Geheimnisse. So. Das ist. Dass diese riesige Bibliothek irgendwie sich aufgelöst hat, sozusagen, dass die vergessen wurde. Ist mir auch ein Rätsel. Uah. Sehr praktisch. Cool. Eins. Was leuchtet denn da oben? Und wieso brennen hier noch Fackeln? Wer wohnt hier wohl? Das ist die 3. Schon wieder Fackeln. Die 3. Haben wir die 2 übergangen? Hier ist die 2. Inventar voll, da haben wir noch ein bisschen Mohn. Du altes Mohngesicht. So, nipsa, hier hoch. Und ich glaube, aber hier... Das wird uns nicht sonderlich weiterbringen, oder? Ich kann die Zahl von hier gar nicht erkennen. Das ist die 3, glaube ich. Okay, pass auf, wir gehen mal zurück. Die Treppen heißen ja nicht einfach so, so. Die heißen ja nicht einfach so, so. Also die Treppen haben ja bestimmte Namen. Die 1, 2 und die 3. Das hier ist die 2. Die können wir von hier bedienen. Wir drehen die mal eben. Ich weiß nämlich nicht... für ein Gollum.
Da ist die 4. Wow, die Fokusenergie hält viel länger jetzt. Okay, können wir jetzt eventuell... Jeps, da nach oben. Irgendwie nicht so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was ich hier mache, richtig ist. Ich wollte die 2 eigentlich drehen, um das mal zu überprüfen. Dann wollte ich mal gucken, ob man vielleicht chronologisch von der 1 bis zur 3 gehen kann. Das scheint mir jetzt gerade nicht so sinnvoll gewesen zu sein. Wir müssen da oben wahrscheinlich zur Tür, aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Was ist denn mal für ein Schlabbergeräusch? So, hier geht's ja auch nicht raus. Hier natürlich auch nicht. Da ist alles versperrt, außer hier. Und hier können wir... Also ich meine, ich kann hier runterspringen, aber ich fürchte, dann habe ich einen leichten Anflug von Tod. Das ist meistens ungesund. Krankenkasse rät mir davon ab. Habe ich schon öfter gefragt, ob das okay ist, aber die sagen mal, nee, machen Sie mal nicht heran. Ist doof. Also, Herr Gronk, sagen die natürlich. Ne, die nehme ich ja nicht heran. Also diesen anderen Namen, den ich gar nicht kenne. Herr Unk. So rum. So, ich finde das Rätsel ziemlich cool. Aber ich muss echt sagen, wer diese Bibliothek entworfen hat, der hat echt nicht an die Usability gedacht. So, da oben ist auch so eine Winde. Hier komme ich nicht rein, also wer soll denn sowas benutzen? Ist mir ein Rätsel. So, hier ist eine Sac du Gas. Das ist eventuell... Ist das die 2 oder die 3? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Ich verliere langsam die Orientierung. Das ist die 1. Von hier kommen wir ja originally. Kann ich am Ende der 1 eigentlich auch noch so ein Ding betätigen? Nee, ne? Ich dachte, vielleicht gibt es hier ein Rad, wo ich dann sagen kann, okay, dann drehe ich die Treppe mal wieder zurück. Aber das geht scheinbar nur auf einer Seite, was ich irgendwie ein bisschen sinnlos finde. So, von der Logik her, von der Technik her. Okay, dann komme ich hier lang, ne? Ich drehe die Treppen, dreh. Dann komme ich über die 2 hier runter. Die werden ja wahrscheinlich ihren Namen auch nicht einfach nur aus Witz haben. Und da ist noch ein Mechanismus zum Drehen, aber da unten, wenn ich da unten drehe, hallo 2. Vor allem, wer baut denn so ein Ding hier einfach mitten in die Luft, so eine Bibliothek, da in so eine Schlucht rein? Wer macht denn sowas? Warum ist hier dies hier? Warum kommt man hier nach oben? Es gibt doch... Da muss es doch Zusammenhänge geben. Genauso wie es da unten diese Mohnblüte gibt. Das ist die 3. Die 3 müsste man auch irgendwie drehen. Eventuell. Aber wie? So, das ist die 3. Wenn wir die drehen, könnte die... Wo war denn das Fenster jetzt? Aber die können wir ja nicht... Ach, von der Seite hier können wir die ja nicht drehen. Es geht ja nur von da unten. Aber vielleicht ist meine Vermutung richtig, dass man chronologisch über die Dinger laufen muss. Dass ich die jetzt einfach mal wieder zurückdrehe.
Bums. So. Ah, da kommen wir hier nach oben. Und sind jetzt genau hier gelandet. So. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, warum leuchtet das da oben eigentlich immer so krass? So, da ist die 3. Die führt dann nach oben zum Turmzimmer. Warte mal. Dann drehe ich die 2 nochmal ganz kurz um. Huch, Entschuldigung. Natürlich ein bisschen sanfter. Das war nicht so schlau. Ich drehe die 2. Pass auf. Haben wir gleich. Ich wusste, ich hätte chronologisch vorgehen sollen, hätte ich gleich machen sollen. Ich wusste nur nicht, dass die 3 auch einen festen Ankerpunkt hat, da wo wir ankommen. So, pass auf. Jetzt hier wieder nach oben. Upsala. Und jetzt hier wieder raus. Dann gehen wir hier über die 3 nach unten. Und jetzt können wir doch hier bestimmt... Ist das die 2 oder die 1? Das ist die 1. Okay, können wir von der 1 aus vielleicht auch die 2? Ich glaube nicht. Ich glaube, die 1 ist da sehr eigen. Ich war, wo bin ich denn hier? Nee, da müssen wir wieder zurück. Das ist nicht richtig. Komme ich denn da an das Seil eigentlich ran? Da komme ich nicht ran. Ich würde gerne wissen... Ja, so agil ist der Typ nicht, dass der sich jetzt da aufs Regal schwingen kann. Man muss ja sagen, der Garrett war ja ein Jahr jetzt quasi außer Übung. Das heißt, das muss man ihm verzeihen, dass das eventuell nicht gebacken bekommt. Hier, so, hier ist die 1. Hier geht's noch weiter. Ja, hier geht's noch weiter. Ich finde es toll, dass es sich so lohnt, aber immerhin 17 Gold für ein altes Goldstück. Dann ist ja das Bücken nicht ganz umsonst gewesen. Anders als oftmals im Beruf. So, was haben wir hier? Du bist die 3, schon wieder. Du führst uns jetzt nach da oben im Turm, wo wir nicht weiterkommen. Die 2 ist da drüben. Ist das da drüben die 2? Nee, das da ist die 2. Die führt da drüben ins Leere. Denn jetzt nochmal... Alter, ich krieg hier eine Krise. Wo ist denn jetzt nochmal das Dingen hier? Das ist datte. Und jetzt mache ich mal den hier. Das heißt, ich drehe jetzt die 3 nochmal zu uns. So, und dann müsste es doch eigentlich... Also dann müsste, wenn wir dann nicht weiterkommen, dann weiß ich aber auch nicht. Was für ein schönes Rätsel. Mag ich aber gerne. Muss ich ehrlich sagen, ich mag so eine Rätsel, auch wenn man manchmal ein bisschen länger dran hängt, als einem lieb ist. So, da ist jetzt die 2. Und da gehen wir jetzt ganz bequem hoch und haben keinen Zurück mehr. Was eine tolle Idee ist, weil das Viech hier, dieser komische Gollum war ja hier. Aber es ist auf jeden Fall super. Ich speichere mal zwischendurch. So. Was macht denn der Gollum eigentlich in Thief? Ja, da sind bestimmt Bücher drin, natürlich. Und der Garrett lässt alles liegen. Es ist traurig. Hier ist ein Mechanismus, aber wir können nicht drehen. Okay, können wir da rüber springen?
es sieht nicht so danach aus. Wir müssen aber darüber. Ich weiß schon genau, wenn ich jetzt springe, dann stürze ich in den Abgrund. Ne, da kommen wir nicht hin. Das ist die 4. Natürlich ist das die 4. Und hier können wir nichts drehen und nichts regeln, wie es aussieht. Es ist einfach die 4. Warum leuchtet das da so komisch? Mann! Ich bin Dieb, das lockt mich. Hier ist auch ja nichts. Wegen diesem Buch bin ich hier. Jetzt muss ich es nur noch losmachen. Neues Ziel, entferne das Ritualbuch. Aber das Büchlein, jetzt sind wir gesprungen, jetzt haben wir es geschafft. Da stand zwar nichts, dass wir springen sollen. Ich dachte eigentlich, stürzt mal in die Tiefe. Sind wir auch ein bisschen, aber wir haben es geschafft. Und das Ritualbuch, das entfernen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Denn in dieser Folge wäre das ein kritischer Fehler gewesen. Deswegen musste ich strategisch an dieser Stelle unterbrechen. Ihr versteht das sicher. Es hatte sehr diebestechnische Hintergründe, die zu komplex wären, um sie jetzt zu erklären. Ja, in der nächsten Folge, aber da wird alles offenbar, da werdet ihr es sofort verstehen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.